Hallo und willkommen zurück zu Sniper Elite 4 und keine Ahnung, wer da gerade auf uns schießt, aber ist mir eigentlich auch super egal. Che talento! Purtroppo è quasi sicuramente un falso. Genau. Ach, das ist der Mafia-Boss, der die ganze Zeit da redet. Ich denke mir schon, wer ist denn die ganze Zeit italienisch dort? Aber das ist der Mafia-Boss. Und was sind da vorne für Truppen? Das sind keine gegnerischen. Das ist die Mafia. Sie kämpft für uns. Wir sollten ihr helfen. Ich merke gerade, ich habe die Kopfhörer falsch rum. So ein Fehler sollte mir nicht passieren. Okay, helfen wir mal die Mafia. Nee, das sind... Okay, nein, ich wollte euch nicht abschießen. Da. Komm, wir gehen in den Nahkampf. Nein! Du dürft nicht sterben! Für die Mafia! Muss man so gar nichts treffen. Kann mich gehen. Ja, als ob wir durch diese Felder da schießen können. Okay, das macht schon Sinn. Mann, ich will doch nur in die Mafia gehen. Können wir mit irgendeinem von denen reden? Hey Jungs, na, wie geht's euch so? Okay. Gehen wir alle aus dem Weg. Wie geht's dir so? Alles super, oder? Hey, das finde ich so grimmig. Alter. Die sind alle richtig angepisst. Und den da vorne gleich noch killen. Ja, verpiss dich nur. So ist gut. Für Kaiser und Vaterland. Gut. Och nee, da oben. Das ist nicht gut. Ab ihn. Mafia, nur noch zwei Leute. Das hat den nicht gekillt. Oh nee, der Panzer. Ganz ekelhaft. Nein! Nicht die Luftabwehr! Oh Scheiße, Mafia, wir müssen hier weg. Okay, es tut mir leid, Mafia, aber ich kann euch nicht mehr helfen. Scheiße. Wo ist die? Da ist die Leiter. Sorry. Den Rest müsst ihr übernehmen. Ja, ja. Gesundheit. Tut mir leid, Jungs. Aber ich bin nicht eure Hilfe. Ich bin dafür nicht gemacht. Wir müssen sofort weg hier. Ich habe keine Bandagen, ich habe gar nichts mehr. Die haben alles weggeballert von mir. Na gut, gehen wir mal Richtung Kloster von Capo. Boah, das Geballer geht auf den Sack. Schnell weg davon. Vorne ist einer. Ja, wo ist der? Ah, da. Oh, schicke Hängebrücke. Das sieht schon aus, als wäre die schon fast kaputt gegangen. Oder ist sie vielleicht schon kaputt gegangen? Kann vielleicht sein. Nach so einem Hügel, da müssen wir wieder rauf.
Gut, der geht mal weg. Oh, 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 oh. Ja, ich auch. Ach, ich habe eine laute Waffe. Was habe ich jetzt? Ich dachte, die ist schall gedämpft. Ja, das habe ich jetzt echt gewundert. Wieso habe ich denn keine schallgedämpferte Pistole? Tatsächlich, die ist nicht schallgedämpfert. Habe ich die vielleicht außer sie mitgenommen? Der jetzt schon ballern kann. Bruder, ich hab ihn noch außer Gefecht gemacht. Mann, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich will halt Stealthy da durchgehen und nicht die ganze Zeit ballern. Aber ich kann ja auch hier außen rumgehen. Manchmal bin ich echt hohl. Werfen einfach TNT, warte mal. Oder eine Granate. Granata! Die hat echt geholfen. Einer tot. Stirb. So. Jetzt mal aufgeräumt. Dann noch das Geschütz hier wegmachen. Und weg hier. Weg, 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 weg. So. Schöne Ablenkung gemacht. Wie kommen wir da jetzt rauf? Ach, guck mal. Wir müssen jetzt ein bisschen klettern. Aber Karl ist auch ein guter Kletterer. Guck dir das an. Zack, zack, oh nein, die sehen mich. Ja, wahrscheinlich sehen die mich von hier aus. Oh mein Gott, ich habe aber auch nicht mehr viel Leben. Wo ist der Letzte? Ich sehe ihn nicht. Wo ist der Letzte? Hä? Da. Schnell, Karl. Zeig dich bitte. Warten, wir müssen warten, warten, warten. Da. Gott. Ist hier erstmal safe. Jetzt dürfen wir in Ruhe hochklettern. Boah, Karl, ganz aufpassen, Alter. Schaff ich diesen Sprung? Warte. Jawohl! Töte Biro Gabo. Hier ist eine Kirche. Eine Kapelle. Da können wir rauf. Da oben könnte ein Scharfschütze lauern. Ich muss auf Fallen achten. Danke, Karl. Oh, ja, ich sehe sie. Kann ich da nicht irgendwie außen rumgehen? Na gut, dann müssen wir sie ausschalten. Die kommen aufgefunden. Hä? Wie denn? Alter, ja, ja, Gott. Hä? Das hat jetzt so gar keinen Sinn gemacht, aber okay. Was soll ich denn da machen? Ey, das ist schon wieder... Da kann ich wieder ausflippen. Mann! Wer denkt sich... Junge, Karl, kletter doch bitte darauf. Wer denkt sich denn das auch aus?
bitte, Karl. Tu mir das jetzt nicht an. Wollen gehe ich nicht auf diesen Tower? Oder? Ja, doch, ich will. Aber das ist eigentlich ein guter Sniper-Ort. Da oben könnte ein Scharfschütze lauern. Ich muss auf Fallen achten. Ich kann halt nicht außen rum gehen. Rückenschuss. Alter, was ist denn mit denen? Komm noch runter. Welchen Verband? Nö. Ja, geil. Nimm mal hier das Scharfschützen. Ich habe kaum Leben hier. Stirb einfach. Da eine hoch? Nee. Ich hatte nur Angst gehabt. Hä? Was war das? Da kam wirklich einer hoch. Nee, komm, lass das. Gehen wir wieder runter. Ich brauche ein verdammtes Medikit. LOL! Hier ist das Capo! Oh, hi, was geht? Zufällig kreuzt er auch mal auf. Okay. Tja, ein Verband. Danke. Auf einmal kam Capo her. Was zum Fick? Okay, raus hier. Hier können wir raus. Das ging wirklich schnell. Okay, ich dachte so, Capo ist jetzt in, also so in das Gebäude da drinnen. So ganz versteckt. Ah, der kam ja direkt angekrochen. Ganz merkwürdig. Das war jetzt wirklich easy. Naja. Egal. Ab nach Hause. Während die Mafia immer noch da kämpft, können wir nach Hause gehen. Dinelli ist begeistert über die Bestätigung, dass Piero Capo getötet wurde. Er hat Wort gehalten und seine Unterstützung angeboten. Vermutlich eine Frage der Ehre für ihn. Die Partisanen sind nicht unbedingt scharf auf Dinellis Hilfe. Viele im Widerstand haben gute Gründe, die Mafia genauso zu hassen wie die Faschisten. Weavers Informant hat sich wieder gemeldet. Major Hans Dorfmann, einer von Böhms Top-Leuten. Noch dazu sein Adjutant. Angeblich hat er Informationen, die er persönlich überbringen muss. Er sagt, er wisse, wo Kessler ist